Nee, jetzt nicht mehr. Dann können wir dieses Krankenhaus jetzt verlassen. Kommt der aber mal her? Vor allem, wie schnell ist denn der? Ja, komm, Gorilla. Wir sind ja nicht ein Planet der Affen. So, weiter. Die tun immer so, als ob sie die Stärksten wären. Naja, teilweise sind sie es ja auch. So, Entschuldigung. Im Mauskabel hing was. Es ist immer noch Tag, okay. So ein großes Gebäude und so wenig Ausbeute. Ich bin wirklich enttäuscht. Da ist so manchen Schuppen mehr. Drinne. Ich muss sagen, dieses Krankenhaus meine Lachnummer. Wo ist denn das Krankenhaus überhaupt? Direkt hier, okay, das ist das Krankenhaus. So, wer keine Beine hat, sollte niemanden angreifen. So, diesen Kreatur der Liebe, die nehme ich auch noch mit. Nee, ich werde kein Forschungsmaterial mitnehmen. War ich hier schon drinne? Nicht hängen hier, weil ist immer schwierig, wenn der Computer gerade ein bisschen hängt, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, weil er das Spiel eigentlich spielen kann. Und dann immer irgendwelche Leute angreifen. Boah. Sag mal, triff doch mal die Frau. Du triffst doch nicht mal einen Baum, wenn er vor deiner Nase steht. Wirklich. Bist du. Bei den Mädels habe ich manchmal das Gefühl, die ist so blöd zum Kacken. So. Ja. Ach ja, ich habe übrigens noch. Bin noch nicht einmal auf Toilette gegangen. So. Die beiden nehme ich noch mit, weil ich will die ganzen Kisten hier drin haben. Ey, in einem Haus ist hier mehr Ausbeute. In diesem kleinen Schuppen hier. Obwohl in der kleinen Halle. An Kisten, wo man was mitnehmen kann. Ja, als im ganzen großen Krankenhaus. Ich verstehe ich nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Diese Logik. So, da ist auch noch eine Kiste. Gut. Dann haben wir hier schon wieder alles fertig. Wir müssen trotzdem zurück. Ich werde irgendwann mal ausharren. Hier ist das Hospital, ist das schöne Kreuz. Hier endet, glaube ich, schon fast die Stadt. Was man ja auch wirklich Stadt nennen kann, ist ja keine richtige Stadt. Da läuft man hier wirklich mal 10 Minuten durch, dann ist man auch an den Häusern vorbei. Also ehrlich. Haben sich die Entwickler ein bisschen was falsch ausgedacht. So viele Zombies, wie ich hier eigentlich schon kille die ganze Zeit, sollten eigentlich in dieser, ich sag jetzt mal, Rave-Nacht, ja, keine mehr da sein. Die sollten eigentlich alle schon weg sein. Ich bin ja nur noch am Vernichten. Ich hau die doch alle mit meinem kleinen Buttermesser um. Mit dem ich meine Schnur.
Also morgen schmiere ich mir damit die Butter auf die Stulle und abends haue ich dem Zombies mal die Köpfe damit ab. Das finde ich sehr witzig. Oh. Nee. Und das Katana nehme ich für die ganz fetten Bräuler. So. Oh, gut. Dankeschön. Dieses fette Vieh hätte ich sonst nicht tot bekommen. Was gibt's denn hier? Polizei! Das bedeutet Munition! Oder bessere Waffe! Ja, komm, deine Muckis helfen dir auch nicht, wenn ich einmal mit dir fertig bin. So. Oh. Kann die nicht mal irgendwie mal guten Tag sagen, bevor es mich erstmal auffressen möchte? Cool. Na, bleibst du mal stehen? Mann, weglaufende Hühnerbraten habe ich auch nicht dafür. Also, das mag ich nicht. Die müssen alle stehen bleiben, wenn ich da bin. So, ich sperre mich ja gleich selber ein. Okay, ist hier noch was? Nö. Hinter Gittern. Auf der Flucht vor den Nachbarn. Gut. Die Polizeistation wäre der perfekte Ort, um sich zu barrikadieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, wenn ich mit der Polizeistation hier fertig bin, kann ich auch nach Hause, weil ich so viel Material dann erstmal gesammelt habe, dass ich erstmal keinen Platz mehr wieder habe. Ihr seht ja selber, dass hier warum ich nicht, ja, ich dachte, im Hospital ist wenigstens etwas. Aber nein, das Hospital war scheiße. Da waren nur Tote. Ich mag keine Toten. Die schmecken nicht. Was ist denn das für eine Waffe, die hier liegt? Eine Polizeistation ohne. Die haben zwar Waffen, aber kein. Ja, komm, nimm. Inventar voll. Gut. Jetzt kann ich die eigentlich nehmen. Und mal gucken, was das hier eigentlich ist. Ach. Ich bleib bei der Russenmaschine. Aber aus einem ganz anderen Grund. Die russische Technik, da brauchen wir bloß gegentreten, da funktioniert sie wieder. Alles, was die Westtechnik ist, die ist so empfindlich, die geht so schnell kaputt. Können wir nicht mit anfangen, mit dem Müll. Oh, oh, ne. Mach ich mal wieder zu. Bleibt mal so ganz artig so zu und jetzt gehe ich mal wieder hier raus. Ist hier noch etwas? Hier vielleicht? Nö. Hier ist noch ein Büro, das... Also ich muss sagen, hier war schon lange keiner mehr gewesen. Hier wächst die Wiese schon im Büro. So. Munition kann ich nicht mehr mitnehmen. Habe ich mehr als genug? Habe ich irgendwelche Kleidungsstücke, die ich rauswerfen kann? Nee, aber nur eine Menge Munition.